Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2020 Multiplayer Online Season zusammen mit Jan und Micha auf Sandford oder in Sandford, keine Ahnung. Hi. Moin. Ja, wir haben schönes Wetter, kein Regen, immerhin, das ist ja schon mal richtig, richtig gut. Und das ist natürlich wieder eine neue Strecke, die hier auf uns zukommt. Haben wir ja schon bei Vietnam gesehen, dass es bei uns allen drei relativ schlecht lief. Und Sandford wird jetzt richtig spaßig, vor allem, weil ich immer so das Gefühl habe, dass man hier mit 300 km/h durch jede Kurve brettert. Also ist keine einfache Strecke, aber macht mir auch teilweise sehr viel Spaß. Also ich bin mal gespannt. Fahr jetzt auch schon mal raus, weil ich einfach denke, dass es sein kann, dass ich zwei Runden fahren muss. Bin mir nicht sicher, aber es kann sein. So, dann alles hochgestellt und jetzt würde ich sagen, geht's auf in eine schnelle Runde. Bin ich ja mal gespannt. Bin die Strecke auch noch nie ohne ABS gefahren. Da hat man schon mal gemerkt, in der ersten Kurve relativ schwer. Die erste Kurve ist aber auch, finde ich, die hässlichste. Boah, das war auch nicht so nice. Scheiße. Läuft gar nicht gut. Bei der ersten Kurve kannst du viel Zeit verlieren, aber die ist, ich sag mal so, wenn man es nicht ganz doof macht, nicht super gefährlich. Da gibt es schon gefährlichere Kurven, aber da kann man viel Zeit fahren. Also, wenn man die wirklich gut fährt jetzt. Ja, und ich habe sie echt nicht gut gefahren. Aber es reicht für eine lila Zeit vorerst. Aber die hier habe ich auch überhaupt nicht gut gefahren. Das war echt mies. Also muss ich auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal eine nachsetzen. Denke ich mal. So. Momentan habe ich in Sektor 1 lila. Das hat mir jetzt aber wahrscheinlich Maike gleich sofort abgenommen. Und ansonsten insgesamt, also ich liege wirklich gar nicht so weit hinter Platz 1 momentan. Ist jetzt klar, also 18. Aber wie gesagt, da kann man noch viel rausholen und das versuche ich auch gleich. Bin mal gespannt, für was das hier reicht, aber zufrieden bin ich noch nicht. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Zufrieden bin ich damit noch nicht. Ich bin jetzt mal vorerst auf Platz 1. 2 Sekunden schneller. Also echt? Als du oder als der Zweite? Du bist als der Zweite 1,2 Sekunden. Also du musst nicht mehr fahren. Theoretisch muss ich nicht mehr fahren. Ja. Ich habe so Angst, dass du mich wegrammst. Bei dir passiert immer Action. Ja, dann fahr einfach nicht los, wie das auch in Bahrain gemacht ist. Doch, ich fahre ganz schnell los, dass ich die ersten zwei Runden schon weg bin. Safe baut Jan einen Unfall, alle bleiben stehen und Micha ist plötzlich auf Platz 2. Ja, ich fahre da hinten drauf. Nee, du fährst vorbei einfach. Du hast ja gerade dafür, hast ja gerade den Kies ausgetestet. Genau deswegen, dass du am Kies vorbeifährst an allen anderen. Einführungsrunde. Ja, liebe Leid, ne, dann schauen wir mal, was das halt gibt. Ja. Genau so fahre ich dir dann gleich weg. Von mir braucht ihr erstmal ja keine Angst haben. Ich habe auch generell von dir keine Angst. Ich habe eher bei Mike und allen anderen, die hinter mir sind. Bei mir? Wieso das denn? Ich habe Angst, nicht du. So wie ich ihn weggeschoben habe. Naja, ich habe ja auch von mir. Ja, eben, von Micha habe ich auch Angst. Ich habe mir das Rennen ja angeguckt, Australien. Micha hat dich auch weggeschoben. Klar, das war dein Fehler, aber Micha hat dich weggeschoben. Und ja, er hat mich ja nur in Bahrain, es war dein Fehler, klar, ich weiß schon, aber in Bahrain war es ähnlich. Ich habe mich ein bisschen verbremst und schon hat er mich einfach weggerammt und mehrmals auch noch. Er hat mich Alter, quasi. Du bist jetzt so laut. Weil ich schreie. Ich bin gerade enthusiastisch, sorry. Sorry. Er hat mich quasi so geschubst. Weg, der Mike. Ich mache erst mal meine Reise. Er hat mich quasi so geschubst, dass ich mich gedreht habe. Und dann stand ich quer und dann hat er mich einfach weitergeschoben. Er ist einfach weiter in mich rein. Ich habe richtig Angst vor dem Typen, ohne Spaß. Ich fahre gleich erstmal nicht los. Ja, siehst du? Oh! Yes! Alter, was für jetzt? Alter! Alter! Was kaputt. Ist ich bin raus. Ich auch. Ich bin auch raus. Nein. Was Alter. Für ein Start! Was habt ihr gemacht? Das dein Ernst, Mike? Was denn für ich? Du bist in mein Auto reingefahren! Ich bin nicht in dein Auto reingefahren! Doch. Da standst du schon an der Wand! Hat man sofort Wiederholung? Können ich will die sehen. Bitte das Rennen neu starten, was war das denn? Ich finde es aber ohne Spaß so dumm, dass ich nicht starten kann.
Das ich verstehe es nicht. Also, ich kann es nicht verstehen. So ganz dumm finde ich es nicht. Passiert gleich wieder exakt das Gleiche. Vor allem, warum ist Micha auch raus? Das habe ich nicht verstanden. Ich hatte voll den geilen Start und bin an denen vorbei und dann standen die auf einmal. Und dann habe ich noch gebremst und dann hat mich aber einer von hinten auch noch gerammt und dann war alles kaputt. Ich fahre gleich safe wieder nicht los. Das ist so... so also, ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst davor. Wir haben jetzt schon eine gelbe Flagge. Oh, jawohl. Und los geht es. Mike fährt los. Jawohl, es hat funktioniert. So, und du und bist ist auch langsam. Ja klar, ich muss halt verteidigen direkt. Jetzt kannst du gegen wen anders verteidigen. Oh Gott. Scheiße, verbremst. Boah, ich komm raus. Ich bin am Kies. Ordentlich Zeit verloren. Der klärt jetzt wieder direkt hinter mir. Und die Reifen sind richtig schlecht. Ah, jetzt kriegt der Arsch. So. DS, ich wollte genau das vermeiden. Wir waren in der Box. 13. Runde 3. Frontflügel natürlich wieder einmal im Eimer. Es ist einfach so. Ich bin nicht der geborene Rennfahrer, also ihr müsst mir das nachsehen. Der Pisser ist jetzt 3/10 wieder hinter mir. Ich hatte 2 Sekunden. Oh Gott. Wollt ihr das gelbe Flagge? Bei dir was, oder? Ja, oh Mann, ey. Und dass die Autos dann so hässlich auch vorbeifahren. Schon wieder haben die mir den Frontflügel einfach mit abgefahren, wenn die vorbeifahren. Ich bin 9. Platz. Ja, vor dem Boxenstopp und nach dem Boxenstopp mit kalten Weißen und mit Dingen, also so 2 Runden würde ich machen. Ja, hast du recht, das ist eigentlich... Also 2 Runden insgesamt im Rennen reichen nicht aus, weil ich dann ja wieder auf Standard weiter wieder was verliere. Natürlich. Das finde ich halt so krass. Halt schon, ich merke schon, meine Reifen werden so schlecht, dass ich es auch Platz 9 grad sehr schwer nur noch halten kann. Ich fahre jetzt mit meinen hoffentlich eine lila Seite. Platz 10 überholt mich gleich. Jawohl. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit meine Game-Reifen sind wirklich richtig schlecht. Gelbe? Meine roten meine ich natürlich. Meine roten Reifen sind schon gelb. Auf der Strecke merke ich gerade übrigens, habe ich vorher nicht gemerkt, habe ich die Vorderbremskraftverteilung auf Minimum gestellt, also auf 50. Weil ich habe die immer auf 68, dass der Reifenverbrauch relativ gleich ist. Grad ist aber vorne mehr Verbrauch als hinten. Deutlich mehr. Dementsprechend habe ich das gerade umgestellt und ich merke schon, dass es sich einpendelt. Und ich fahre sogar sehr gute Zeiten damit. Oh Gott, ich drehe mich. Ich hoffe, ich drehe mich. Ich stehe auf der Strecke. Im Feld raus. Ja, da gehen die ersten an der Box. Nice. Jetzt, man sieht's wirklich. Ich fahre zwar besser, aber da ich die Strecke noch nicht so. Ne? Ich hatte 10 Sekunden. Jetzt habe ich nur noch 3. Aber dass du wirklich dein Auto, da passiert dann auch nie was und alles, das ist so Heck einfach, dass du trotzdem, du wirst ja dann auch nicht einmal überholt und so, sondern du hast immer noch deinen Abstand. Aber ich bin mal auf die weißen Reifen gespannt, also ich traue mich da auch gar nicht in diesen schnellen Passagen jetzt voll aufs Gas direkt zu gehen, also ich bin ja schon vorsichtig, die müssen ja auch bis zum Ende natürlich auch halten, das kommt ja noch mit dazu. Die Strecke ist natürlich mit 1,15 Zeiten relativ kurz, dementsprechend wundert es mich nicht, dass ich hier schon überrunden muss. Aber krass finde ich es trotzdem irgendwo. Ah ja, Ricardo ist hinter mir, genau. Ja, den habe ich gerade. Obwohl ich in der Box war. Ja, dann helfe ich dir jetzt ein bisschen. Du musst jetzt nicht mehr an die Box, hoffentlich, Micha, oder? Ja, doch. Wie doch? Die Leute müssen mir ja Platz machen. Da musst du mir einfach hinterherfahren. Also ich mache die Lücke quasi auf und du überholst die mit mir dann zusammen. Ist das ein Plan? Weiß ich nicht, ob das ein Plan ist. Pro Runde ja, mehrere Sekunden super. Abstand zu deinem Hintermann. Das war's, Ende.
Ja, Box, 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 ich kann nicht mehr bremsen. Och, VSC! So eine Hurenscheiße! Aber kurz auf Mager stellen. Positives Delta beibehalten. Ich hab minus 1,3, lul. Oh Gott, Micha, pass auf! Ja, ja. Alter. Ich bleib hier stehen. Fahr gar nicht mehr los. Bleib an ihm dran, deine Mutter bleibt an ihm dran und zwar richtig hart, Alter. Es regt der Typ, es regt das Spiel, regt mich an. Achtung, Achtung, das virtuelle Safe kommt ist eingekesselt. Geschwindigkeit verringern. Ey, wirklich, und dann fahren die von hinten auch noch in mich rein, ey, wirklich. Das ist auch noch dein Teamkollege. Der Alarm. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße. Fängt an zu regnen bei euch, ja, ne? Wart im Spiel? Ja. Sieht von der Zuschauerperspektive voll so aus. Ehrlich? Nee, bei mir nicht. Nee, jetzt, wenn ich im Kopf bin, dann sitzt nicht. Ach, scheiß VSC, ey, ich hasse das. Safety Car, Leute. Und Jan ist raus. Ey. Ja, die haben sich sogar gebettet. Also bei mir läuft es ganz sehr gut, aber. Ja, das ist natürlich scheiße. Wirklich, wenn die. Das ist halt jetzt scheiße, weil ich hab so. Ciao. 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 Ich hab grad so viel Zeit natürlich, ist ja auch krass, okay, ist eigentlich schon zu jo, viel. Jo, das Safety Car fährt alle rein. Safety Car steht. Aber das Ding ist, Safety Car ist halt jetzt voll die sau. Massenkarambolage. Safety Car ist sau schlecht für mich jetzt. Ja, aber das Safety Car steht. Ja, das wartet ja auf mich. Ich bin ja Erster. Ja, hat aber alle anderen kaputt gefahren, weil es gestanden echt hat. Echt jetzt? Ja. Wen? Ja, die dahinter standen. Da war ein Riesenunfall deswegen. Ist halt krass, dass Leclerc jetzt halt 30 Sekunden wahrscheinlich aufholt. Und mir dann noch Probleme macht. Ich weiß nicht, was wir halt ändern sollen, damit das besser wird. Weil wie Jan sagt, wenn du jetzt die KI unterstellst, ob das dann besser ist. Und außerdem ist er dann noch weniger spannend. Lol, Leclerc ist ausgeschieden. Raus. Ja, Mann, Leclerc ist raus. Warum? Ja. Yes, Leute. Das ist ja mein Weltmeisterverfolger da, keine Ahnung. Der hat ja die zweitmeisten Punkte hinter mir. Wenn ich jetzt 26 schaffen würde in diesem Rennen. Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir und er jetzt gar nichts. Sektor 3 bestimmen. Das wäre halt nice. Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Boxengasse ist. So, ich darf jetzt machen, was ich will. So Leute, letzte Runde. Wir sollten das Ding auf jeden Fall nach Hause holen. Hier wird, denke ich, nichts mehr Schlimmes passieren. Ich kann ja jetzt auch eigentlich total entspannt zu Ende fahren. Ohne irgendwie noch Heckmeck zu machen. ERS down, Benzin passt noch. Reifen natürlich auch noch, alles super. Abstand auf jeden Fall wieder hergestellt. Wie Micha vorhin schon gesagt hat, das Troll hat die natürlich jetzt auch ein bisschen dann aufgehalten. Das könnten und sollten weitere 26 Punkte sein. Vor allem, dass Leclerc jetzt gar nichts holt, bringt mir natürlich enorm viel. Nice. Glückwunsch. Danke, danke. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, dass Max Verstappen Fahrer des Tages ist. Ich war noch nie Fahrer des Tages. Boah, ich brauche auf jeden Fall eine kleine Pause jetzt, Leute. Ist ja auch einfach von 1 zu 1. Ja, nicht immer. Ach ja. Ja, es ist einmal halt crazy. Nicht. Es ist halt noch ein Unterschied da zwischen uns. Da kann ich leider nicht viel gegen machen. Ja, nächster Pokal, der dritte ist es schon, den wir jetzt geholt haben. Und ich würde sagen, in Spanien holen wir den nächsten, weil die Strecke mag ich wirklich sehr. Ich bin gespannt und schaltet da auf jeden Fall mir wieder mit rein. Macht's gut, schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Ciao. Ciao.